of angel hair, an ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Wow. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's life, but something's gained. We're living every day. I fill up life on both sides now, from winning and losing. Sehr schön. Sehr schön, wirklich. Also ihr habt hier gerade nicht nur euren Coach glücklich gemacht, auch Smudo. Guckt mal, wie er guckt. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr versonnener Auftritt. Also in das Stück hat es sehr gut reingepasst, diese musical-theatereske Grandezza, die Emil hat. Ja, also ich meine, der Song ist ja sehr, sehr alt. Der ist von Joni Mitchell und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ihr habt das wunderschön gemacht und all eure Stimmen haben zu diesem Song letzten Endes ganz fantastisch gepasst. Dankeschön. Danke, danke. Also das war ein wunderschönes Battle, vielen Dank an alle drei. Und ich möchte mal ganz kurz bei Felicia anfangen. Du hast eine super erwachsene Stimme schon für dein Alter und super kraftvoll. Und dann kommt auf einmal Andiesa rein, du hast noch eine etwas jüngere Stimme, aber was überhaupt nicht abfällt von der Kraft und von der Präsenz, die du auf der Bühne hast. Und dann kommt Emil natürlich dazu und du stehst in der Mitte und du hast durchgängig durchgestrahlt und den Song so performt, dass man dich einfach die ganze Zeit angucken wollte und mitstrahlen wollte. Ich habe die ganze Zeit angeschaut und dachte so, man hat gerade so viel Spaß und das ist das Wichtigste hier, dass du bei Voice Kids auf der Battlebühne stehst und Spaß hast. Und das hattet ihr hoffentlich alle drei. Aber wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich mit Mr. Spaß gehen und würde mich für Emil entscheiden. Danke. Also ihr drei, seid ihr bereit für die Entscheidung? Ich bin irgendwie nicht bereit. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Also, wer geht mit in die nächste Runde, in die Sing-Offs? Ich glaube, ich kann es nicht sozusagen bewerten und es nach einem Bewertungssystem entscheiden. Und deswegen muss ich
jetzt einfach mein Herz und mein Bauch entscheiden lassen. Und das ist bei Emil. Hier, Emil, guck dir das mal an. Du bist weiter. Glückwunsch.